I'm gonna make you feel like you're the only girl in the world, like you're the only one that I'll ever love, like you're the only one who knows my heart. Hi ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute soll es eigentlich gar keine richtige Rezension geben, sondern nur so einen kurzen Schnack über das Buch. Denn ich denke, dass alle da draußen und eigentlich so gut wie jeder auf dieser Welt diese Bücher bereits gelesen hat. Es soll nämlich um Harry Potter und der Stein der Weisen gehen. Im Rahmen der Harry Potter Challenge, die der liebe Andi ins Leben gerufen hat, lese ich nämlich ab Mai mit der lieben Caro und der lieben Malle zusammen die Harry Potter Reihe. Ich hatte es damals ja bis Band Nummer 3 geschafft, den habe ich beendet und den vierten habe ich angefangen und dann leider als Teenager abgebrochen, was ich mir jetzt echt nicht verzeihen kann, weil es richtig, richtig dumm von mir war. Aber trotz alledem habe ich das Ganze jetzt nochmal angefangen und bin richtig froh darum. Und ja, ich glaube, ich muss einmal nachgucken, wann das Buch erschienen ist. Es ist 1998 gewesen. Und 1998 war ich wie alt? 10. Aber ich habe das nicht mehr 10 gelesen, oder? Habe ich das mit 10 gelesen? Aber ich war doch schon auf der weiterführenden Schule, da kann ich doch nicht 10 gewesen sein. Ich möchte behaupten, ich habe das so 2000 gelesen oder 2001, irgendwie so in dem Dreh. Und das war bei mir damals so, dass ich einen Verdacht auf Blinddarm hatte und dadurch ins Krankenhaus gekommen bin. Und meine Mama hat mir die dann geholt, damit ich etwas zu tun habe im Krankenhaus. Das weiß ich noch ganz genau, als wäre es gestern gewesen. Ich habe nämlich tierisch geweint, weil ich nicht allein ins Krankenhaus wollte. Und dann habe ich diese Geschichte da wirklich im Krankenhaus innerhalb von 2 Tagen verschlungen. Und ja, mir hat es als Kind richtig, richtig gut gefallen und ich war so erstaunt. Ich meine, das ist ja jetzt, wenn wir sagen, es war 2000, ist das ja 15 Jahre her, dass ich dieses Buch gelesen habe. Das heißt, ich war 11 oder 12. Ich glaube, ich war 12. Und ich konnte mich trotzdem noch an alles erinnern und das fand ich einfach so erstaunlich, weil den Film habe ich allerhöchstens 1 oder 2 Mal gesehen. Es ist jetzt nicht so, dass ich den auch so oft gesehen habe, dass ich das so gut verinnerlicht habe. Aber es war als... ja, als wüsste ich schon alles, was passiert und es war trotzdem so spannend und ich konnte mich gar nicht loseisen und man mag ja meinen, wenn man schon weiß, was passiert, dass man dann irgendwie flüchtig drüber liest oder so, gar nicht. Dieses Buch hat mich einfach wieder komplett in seinen Bann gezogen, es hat mich komplett gefesselt. Ich habe wieder mit Harry mitgefiebert und freue mich schon so wahnsinnig, ihn jetzt auch auf seinem Werdegang zu begleiten, wie er älter wird und wie er sich entwickelt und ich freue mich schon so doll auf Teil 3, weil ich den echt gerne mochte. Und ich freue mich auf die anderen Teile, die ich noch nicht gelesen habe. Und außerdem freue ich mich, die dann hier alle im Bücherregal stehen zu haben. Weil leider hatte ich den ja nur bis Band 4, die Reihe. Und das Ganze war dann bei meinem Vater. Und der hat es leider weggegeben und verschenkt, weil ich das nach meinem Auszug nicht mitgenommen habe. Da ich so peu à peu ausgezogen bin, dass es mir nicht möglich war, das auch noch mitzunehmen. Und ja, ich bin auf jeden Fall schon wahnsinnig, wahnsinnig dolle gespannt, wie das Ganze weitergehen wird und wie die Bände sein werden, die ich noch nicht gelesen habe. Und ich bin auch gespannt, ob es mir bei den anderen beiden Bänden genauso gehen wird, dass ich einfach zu 100% weiß, was als nächstes passiert und mich da trotz alledem so reinfallen lassen kann, weil das fand ich so schön. Und J.K. Rowling hat ja echt einen Schreibstil, der ist atemberaubend. Sie ist, hat so einen fantastischen Schreibstil, der einen so in die Welt hineinzieht und einen so mitfiebern lässt und emotional werden lässt. Ja, und das Buch hat natürlich von mir wieder 5 Sterne gekriegt. Wie könnte es anders sein? Und ich freue mich einfach schon riesig auf den zweiten Teil. Und ja, ich bin so glücklich, dass ich das jetzt tue und das auf jeden Fall durchziehe. Und ich bin so froh, dass Malle und Caro da so hinter mir stehen und mir da so helfen und mich da auch so ein bisschen triezen, dass ich das auch jetzt wirklich mache. Wobei, ich glaube, die beiden haben gar keins der Bücher gelesen. Und das finde ich echt so ein bisschen, was? Aber ich bin gespannt. Der erste Band hat auf jeden Fall beiden sehr, sehr gut gefallen, das weiß ich. Und ich freue mich da einfach schon tierisch drauf. Und ja, ich denke, ich schwärme und wiederhole mich. Und deswegen gibt es eine Frage von mir an euch, nämlich, wie hat euch denn, ja, das Buch gefallen? Macht ihr bei der Reread-Challenge auch mit oder nicht? Das würde mich wahnsinnig interessieren. Und ja, ich freue mich auf eure Kommentare und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! I'm gonna make you feel like you're the only girl in the world.